Hier präsentieren wir die 5 beste Multifunktionsdrucker-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Samsung Express SLM 2070F XEC Laser Multifunktionsgerät. Wenn Ihr bevorzugter Laser-Multifunktionsdrucker nicht immer Schattenlaserdruck bietet, schauen Sie sich danach den Samsung SLM 2070F an. Das Tool ist robust konstruiert und kann in 4 verschiedenen Varianten gekauft werden mit USB-Anschluss, USB und auch Fax oder mit USB, Fax, WLAN sowie NFC zusätzlich zu einer Alternative mit USB, WLAN und auch NFC, jedoch ohne Fax-Funktion. Alle Variationen werden eher eng zusammen bewertet, um sicherzustellen, dass die kompletten Geräte das effektivste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Das Tool misst 40,6 x 36 x 30,9 cm und wertet nur 8 kg aus. Damit eignet es sich besonders gut für das Büro zum Drucken von Dateien sowie als Fax- oder Fotokopierer. Nummer 4. HP Color LaserJet Pro M277DW Farblaserdrucker Multifunktionsgerät. Das HP-Tool ist ein vollwertiges Arbeitsplatztool, das sowohl im Schatten als auch in Schwarz-Weiß mit einer geeigneten Druckrate von 18 Webseiten pro Minute arbeitet und auch mit einem Touchscreen-Schatten sehr einfach zu verwalten ist. Als Multifunktionsdrucker WLAN, LAN, Duplex-Druck neben AirPrint sowie USB ist die Anbindung und auch Kompatibilität hervorragend. Es kann gleichzeitig als Fotokopierer, Scanner und auch als Faxgerät verwendet werden und wird zusätzlich in verschiedenen Varianten angeboten, um sicherzustellen, dass es an Ihre Anforderungen angepasst werden kann mit Duplexdruck und auch WLAN oder ohne, oder als Schnelldrucker mit 24 Webseiten pro Minute, jedoch ohne Fax, Duplexdruck oder WLAN. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Bröder DCP 9022 CDW Kompaktes 3-in-1 Farbmultifunktionsgerät. Wenn Sie eine große Anzahl von Papieren veröffentlichen, eine höhere Geschwindigkeit schätzen und auch keine Bilder veröffentlichen möchten oder keine hochauflösende Bildqualität benötigen, ist einer der idealsten Dienste für Sie ein Mehrfarbendrucker. Das Gerät von Bro unterscheidet sich von verschiedenen anderen Farbdruckern im Mittelfeld, überzeugt jedoch mit einer hervorragenden Druckrate in Schwarz-Weiß und einer hervorragenden Vielzahl von Attributen. Da der Multifunktionsdrucker Fax, Fotokopierer und auch Scanner in einem Gerät verbleibt, kann er sowohl am Arbeitsplatz als auch unabhängig voneinander effektiv verwendet werden. Aufgrund seiner Abmessungen von 41 x 41 x 48,3 cm sowie eines Gewichts von mehr als 20 kg ist es jedoch nicht besonders gut für den Einsatz auf dem Schreibtisch geeignet. Nichtsdestotrotz wird empfohlen, einen Drucker zu verwenden, der sich nicht direkt im Büro befindet, da der Toner des Druckers ohnehin stark verschmutzt ist. Nummer 2. HP Envy 4520 All-in-One Fotodrucker. Der preisgünstige Bilddrucker von HP ist extrem klein und arbeitet gleichzeitig als Scanner und Fotokopierer. Darüber hinaus hat es die Wahl zwischen Duplexdruck und kann über WLAN direkt in das Netzwerk eingebunden oder zum Drucken über Smartphones verwendet werden. Mit diesen Spezifikationen ist der Duplexdrucker der beste Begleiter in der Residenz, da er mit seinen tragbaren Abmessungen von 44,5 x 36,7 x 12,8 Zoll schnell auf den Schreibtisch passt und dank der Auflösung von 4800 sowohl problemlos verbunden als auch betrieben und versorgt werden kann. X1200 dpi führen hervorragend zum Drucken von Bildern.
und die Nummer 1 unserer Liste. Canon PIXMA MX925 All-in-One Farbtintenstrahlmultifunktionsgerät. Der Prüfungssieger war der Canon All-in-One Drucker. Es verbraucht nicht nur ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis wegen des geringen Preises, sondern zusätzlich eine starke Verarbeitung und auch eine tolle Druckgeschwindigkeit, die im wirtschaftlichen Bereich in der Regel durchaus ausreichend ist. Das Inkjet Gadget arbeitet mit einer Auflösung von 9600x2400 dpi zusammen und erstellt ungefähr 15 ISO-Webseiten in Schwarz-Weiß oder 10 Webseiten im Schatten. Dank der hohen Auflösung können auch Bilder in hervorragender Qualität veröffentlicht werden. Darunter entwickelt das PIXMA innerhalb von 21 Sekunden ein unbestimmtes Bild in 10x15, was einen hervorragenden allgemeinen Wert darstellt. Im Fachbereich sind Tintenstrahldrucker zwar stark eingeschränkt, aber auch für den Wirtschaftsbereich, vor allem, wenn Sie ebenfalls ab und zu Bilder veröffentlichen möchten oder nur eine reduzierte Gesamtdruckmenge haben, verdient ein solches Gerät nichtsdestotrotz. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.